Was oder wer ist gemeint, wenn Christinnen oder Christen über Gott reden? Mit dieser Frage hat sich der Altpräses der Rheinischen Kirche und der ehemalige Ratsvorsitzende der EKD, Pfarrer Manfred Kock, beschäftigt. Ich begrüße ihn ganz herzlich auf der Kirchenbank. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Und Sie haben auch dazu gesagt, angesichts der Vielfalt der Religionen und Weltanschauungen ist schon der Begriff rätselhaft. Und die Vorstellungen, die sich mit ihm verbinden, sind sehr verschieden, manchmal sogar verwirrend. Herr Kock, was meinen Sie damit? Ich meine, dass wir lernen müssen, wenn wir von Gott sprechen, dass wir immer menschliche Begriffe, Bilder, Erfahrungen verwenden, um uns dem anzunähern, was wir das Geheimnis Gottes nennen. Und es ist immer das, was wir machen, eine menschliche Aussage über Gott und nicht Gott selbst. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das erkennen. Das macht auch barmherzig gegenüber den Menschen, die sagen, ja, ich kann mit Gott eigentlich nichts anfangen. Dann muss man an anderen Ahnungen, an anderen Empfindungen des Menschen ansetzen und kann unter Umständen dann sich dem nähern, was sich dann in der Tradition unserer Kirche oder des Judentums und unserer Kirche eben mit dem Begriff Gott verbindet. Aber wer ist denn für Sie ganz konkret Gott? Für mich ist Gott die Macht, die Wirklichkeit, die sich meiner annimmt, angenommen hat, die Mensch wurde. Und das ist die einzige Brücke, um überhaupt in die Welt Gottes hineinzukommen. Das ist der Gottesmensch, der Gott von Maria geborene Jesus aus Nazareth. Da sagen aber jetzt ja viele Menschen auch in der heutigen Zeit, sowas kann doch eigentlich gar nicht sein, dass ein Gott Mensch wird. Wie kriegen Sie diese Brücke für sich zusammen? Das weiß ich nicht. Das muss verkündet werden, das muss gesagt werden. Das müssen Menschen dann mit ihrem Leben in Verbindung bringen und klären, ob das für sie etwas bedeutet. Dieser Jesus ist ja jemand, der auch Spuren hinterlassen hat. Keine eigenen geschriebenen, aber Menschen, die ihn erlebt und gesehen haben. Und viele der Worte, die wir in der Heiligen Schrift haben, sind mit ihm in Verbindung zu bringen, und er hat von daher etwas in diese Welt hineingebracht, was nötig und wichtig ist für die Gesellschaft bis auf den heutigen Tag. Welche Punkte sind aus Ihrer Sicht so die drei wichtigsten, die Jesus in diese Welt gebracht hat? Du Mensch lebst nicht von dem, was du schaffst und machst, sondern du bist Geschenk. Du bist ein Geschenk. Du hast eine unverlierbare Würde. Das ist schon das Zweite. Also Geschenk und Würde. Und du kannst in der Nachfolge dieses Jesus von Nazareth dein Leben gestalten und damit in diese Welt hineinwirken im Sinne dieses Jesus. Jetzt sagen aber ja auch viele Menschen, gut, dieser Glaube an Gott und an Jesus ist nur ein Hilfskonstrukt für die, die es nötig haben. Also für Menschen, die schwach sind, die irgendeine größere Macht brauchen, und sie bestreiten Gott. Ja, das ist ja schon der alte Vorwurf von Nietzsche und ähnlichen Leuten, die eben gesagt haben, dieser Gott ist, dieser Jesus ist im Grunde einer, der die Menschen die Schwäche lehrt. Aber wir sehen ja in der Welt, was dabei rauskommt, wenn man sich auf die Stärke verlässt. Wenn wir der Meinung sind, wir schaffen das alles. Wir sind die Ersten. Ich als Mensch. Wie viel Scheitern ist damit verbunden? In dieser Zeit schon. Ich glaube, dass die Kriege dieser Welt sicher manchmal auch durch Nachlässigkeit von Kirche und von Christenmenschen mit befördert worden sind, manchmal sogar hervorgerufen sind, wenn ich von dem 30-jährigen Krieg oder sowas denke. Aber das ist nicht das Einzige. Es ist eben dieser Irrglaube, dass wir Menschen eigentlich nur was machen müssen und dann klappt das schon und dann wird diese Welt besser. Und wir merken, es passiert genau das Gegenteil, wenn wir meinen, wir verlassen uns auf unsere eigenen Kräfte. Aber warum ist das immer so negativ
geprägt, wenn Menschen was selber machen? Das Selbermachen ist nicht geprägt, sondern es kommt darauf an, was ich mit dem Selbermachen beabsichtige, was ich meine, damit zustande bringen zu können. Selbermachen gehört schon dazu, wenn ich Christ bin, weil ich ja die Botschaft des Jesus auch in diese Zeit hinein zu gestalten habe. Ich habe sie hinein zu sagen und zu tun. Das Beten und das Tun des Gerechten gehört, wie Bonhoeffer gesagt hat, miteinander zusammen. Das heißt, es geht nicht darum, sich in die Ecke zu setzen, die Hände zu falten und alles kommen lassen. Nein, nein, wir müssen schon uns ranmachen in diese Zeit. Das ist der Weg, aber es ist nicht unsere Kraft. Es ist nicht das, was wir selber in uns haben, sondern es ist das, was uns geschenkt ist. Jetzt haben Sie gerade Beten und Handeln angesprochen. Wie muss man sich als jemand, der vielleicht wenig Erfahrung mit Gebet hat, Gebet wirklich vorstellen? Was ist das? Beten ist ein Gespräch im Angesicht Gottes. Eine Reflexion dessen, was ich erlebe, wenn ich etwas wahrnehme, wenn ich morgens aufwache und die Sonne scheint oder der Regen, kühlt das Land, dankbar zu sein für das, was ich in dieser Welt erlebe. Damit fängt es an. Es geht gar nicht darum, dass ich meine, da sitzt oben der liebe Gott und je mehr ich bete, desto besser macht er diese Welt, sondern ich darf beten, indem ich sozusagen mich selbst und das, was ich erlebe, vor diese Instanz ausbreite und hoffe und erwarte, dass es mich selbst mit bestärkt. Aber jetzt sagen ja manche Leute, das ist doch im Grunde ein Selbstgespräch. Ja, ist auch ein Selbstgespräch. Es ist ein Selbstgespräch, was aber seine Kraft erfährt durch die Begegnung mit diesem Jesus aus Nazareth. Ich spreche im Gebet, wenn ich sage, lieber Gott, bewahre diese Welt vor dem Übel. Ich spreche diese Worte nicht, weil ich der Meinung bin, dass durch mein Sprechen selbst Gott da an irgendeinem Schalter dreht, der das macht, sondern dass er mithilfe dieses Gesprächs, was ich mit ihm führe, mich auf den Weg bringe, das zu tun, was ich tun kann. Das heißt eben auch aus dem Gebet heraus dann selber handeln. Ja. Da sagen aber auch manche Leute, Gott muss doch aber auch handeln. Wenn er der allmächtige Gott ist, dann muss er doch zum Beispiel eingreifen, wenn ein kleines Kind verhungert. Und dann kommt ganz schnell die Frage, wenn dieses Kind verhungert ist, wie konnte Gott das zulassen? Naja, ich frage dann immer zunächst, warum frage ich nicht, wie können Menschen das zulassen, dass das so ist? Wie kann Gott das zulassen? Das ist eine Frage, die ich eigentlich selber für unlösbar halte, das Rätsel, wie kann Gott sowas zulassen? Ich habe Lebenserfahrungen selbst und auch von Menschen, mit denen ich zu tun hatte als Pfarrer, wo ich schon sage, was für eine Gerechtigkeit spielt da eigentlich eine Rolle, diese uralte Frage, warum lässt Gott es zu? Aber ich habe gelernt, dass ich bei dieser Frage nicht stehen bleibe oder dass ich sie eigentlich auch überhaupt gar nicht mehr stelle, wie lässt Gott das zu? So ist diese Welt. Sie ist eine Tsunami-Welt. Wir leben auf einem Erdball, der wackelt. Da sind Scheiben, die schmeißen plötzlich alles durcheinander und es kommen Wellen oder es kommen Schlammlawinen oder was eigentlich ist. Die meisten dieser Fragen sind ja nicht zu lösen, indem wir sagen, wir Menschen müssen das besser beobachten. Manches ist gar nicht zu beobachten und manches geht dann schief. Und darum leben wir in einer Welt, die eben so ist, wie sie ist, mit diesen Dunkelheiten und so weiter. Und ich erlebe eigentlich nur Gott so, dass ich weiß, er ist auf der Seite der Dunkelheiten in dieser Welt und weiß, dass ich darin nicht allein bin, dass ich Menschen um mich habe, die mit mir gemeinsam
darauf hoffen, dass wir in dieser Welt bestehen können. Nicht, dass wir sie total verbessern können, aber dass wir es aushalten können. Wo wird denn aus Ihrer Sicht diese Welt hingehen? Ah ja, das ist eine gute Frage. Wo wird sie hingehen? Sie hat für mich ein interessantes Ziel, das am Ende der Bibel sichtbar wird, in den Offenbarungen des Johannes, in dem also am Ende eine Welt da ist, in der das Leid beendet wird und abgewischt wird. Es ist ein Trost, erstens ist es ein Hinweis für die Art und Weise, wie wir in dieser Welt zu arbeiten haben, nämlich Leiden zu lindern und Leiden zu beseitigen auch. Alle Kunst der Ärzte, alles was erfunden wird, um Krankheiten zu beseitigen, sehe ich als Schritte auf diesem Weg, wo Menschen dabei sind, es etwas besser zu machen. Und dann weiß ich, dass das eines Tages so sein wird. Ich werde es so nicht erleben, wahrscheinlich, aber vielleicht werden mir die Augen aufgehen, wenn ich nicht mehr sehen kann. Das heißt aber doch auch, es ist wieder auch unsere Verantwortung als Menschen, daran zu arbeiten, in dieser Vision. Ja. Aber wo ist denn dann Gott? Wie können wir denn in diesem Konstrukt, sage ich jetzt mal in diesem Wort, in diesem Bild der Worte, dann Gott verankern? Ich muss ihn nicht verankern, sondern ich gehe auf ihn zu. Ich versuche, indem ich so zu leben beginne oder begonnen habe, dass ich weiß, er hat diese Welt zum Guten bestimmt letztlich. Und daraufhin gilt es zu arbeiten im Alltag dieser Welt. Alle Predigt, alle Tröstung, die aus dem Wort Gottes kommt, dienen ja dazu, dass ich im Alltag der Welt Gott diene und seinem Weg sozusagen mitzubereiten suche. Wenn jetzt jemand wenig über Gott weiß, wie kann er denn mehr von Gott erfahren? Indem er sich dem Worte aussetzt, dem Wort Gottes aussetzt. Indem er in eine Gemeinschaft hineinkommt, indem er das Beten übt. Das kann man auch nicht von vornherein können, sondern das ist auch eine Erfahrung, die man im Laufe seines Lebens machen kann. Ein guter Freund von mir sagt immer, es geht darum, dass wir das Geregelte der Liturgie, das Geregelte des Betens, dass wir das nicht aufgeben, sondern dass wir aus ihm dann etwas schöpfen, eine Kraft schöpfen, die uns im Alltag oft fehlt. Jetzt gibt es aber auch neben dem Gebet und auch Liturgie, Gottesdienst, ja ganz banal die Bibel als Wort Gottes. Wie ist denn die Bibel als Wort Gottes zu verstehen? Also sie ist Gottes Wort im Menschenwort, sage ich. Sie ist geschrieben von Menschen, die von Gott ergriffen waren, die etwas in ihrer persönlichen Erfahrung gemacht haben und haben es aufgezeichnet. Und das, was sie geschrieben haben, hat eben zwei Ebenen. Es hat eben diese Ebene, dass es entzündet ist durch die Begegnung mit Gott und dass es auf der anderen Seite eben ein menschlicher Versuch ist, es in Sprache zu fassen. Und da fängt es ja schon an oder da endet es. Am Anfang haben sie gefragt, wie ist das denn eigentlich, wenn ich das Wort Gott sage, was meine ich eigentlich damit? Dann sage ich, ich meine damit, dass eine Wirklichkeit da ist, die über mich hinausweist und die mich gleichzeitig aber für würdig erachtet, die mir Würde schenkt und die weiß, dass ich in dieser Welt existieren kann, in der Nachfolge dieser Worte, die durch ihn in die Welt gekommen sind. Jetzt ist aber ja dieses Wort von Menschen geschrieben. Ja. Aber die Bibel wird auch nicht weiter ergänzt. Sie ist abgeschlossen, schon seit mehr als oder rund 2000 Jahren. Wieso? Warum wird sie dann nicht weiter ergänzt, weiter fortgeführt? Gerade wenn wir sagen, wir können auch Gott erfahren, wir können
unsere Erfahrungen machen, genau wie die Menschen vor 2000 Jahren. Also es ist ja immer versucht worden, dass es irgendwelche Propheten gibt, die dann irgendwas Neues in die Welt gebracht haben. Denken wir an Mohammed oder so. Nicht? Das ist ja einer, der dann eben 500 Jahre später sich sozusagen als neuer Offenbarer offenbar gemacht hat. Wir haben eigentlich das abgeschlossen mit dem Mann aus Nazareth, mit dem Jesus und seinem, wo Kirche sich gebildet hat in der Kraft seines Geistes, nicht? Er sagt, ich sende euch meinen Geist. Das heißt also, da, wo ihr miteinander euch auf Gott einlasst, da ist eigentlich die Wirklichkeit Gottes zugange. Und dann passiert nicht eine Fortschreibung der Bibel, aber eine Entwicklung des Verstehens von Bibel, weil jede Zeit wieder eine neue Anfrage hat. Was ist neu entdeckt worden? Und wir müssen von daher anfangen, über Schöpfung anders nachzudenken, als das eben zur Zeit des babylonischen Weltbildes gewesen ist. Jetzt sagt man aber auch eben vielleicht auch aus dem Grunde, die Bibel ist ein lebendiges Wort. Oder wie würden Sie dieses lebendige Wort definieren? Ja, weil Menschen davon entzündet sich in die Nachfolge hineinbegeben und auf konkrete Fragen dieser Zeit versuchen einzugehen und dann die große Vision selbst ein bisschen als die eigene Hoffnung zu beschreiben. Das ist, also ich glaube, wenn ich das Wort Hoffnung nehme, das gehört ja auch zu den Verheißungen aus dem Korintherbrief, Glaube, Liebe, Hoffnung. Oder die Liebe ist die größte, heißt es zwar, aber Hoffnung heißt ja, es ist etwas offen, es geht weiter, es geht nicht kaputt, sondern es ist offen. Der Theologe Karl Barth hat gesagt, dass Gott immer der ganz andere ist. Was heißt das in Bezug auf diese Hoffnung? Das heißt manchmal auch, dass meine Hoffnungen selbst auch Irrtümer sein können. Dass sie zwar da sind, aber dass das, was ich erhoffe, nicht in Erfüllung geht. Wenigstens nicht so, wie ich es gerne hätte. Und insofern sagt Karl Barth, das ist im Grunde das Problem. Ich kann den Gott nicht packen, dass ich ihn sozusagen in ein Konzept dessen, wie eigentlich es sein müsste und wie er handeln müsste, einfordere, einfüge. Es ist eine andere Wirklichkeit, die immer anders ist, als wir meinen. Wenn man sich jetzt mal die christliche Welt anguckt, dann ist sie sehr, sehr vielfältig. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum sie so vielfältig ist? Ja, ich finde es wunderschön, weil natürlich die unterschiedlichen Verstehensmöglichkeiten der Menschen, die Traditionen, aus denen sie kommen, die Herkünfte etwas anders geprägt haben. Früher wurde jede Abweichung von der eigenen Position immer als Ketzerei beschrieben. Ich bin da weit drüber hinaus. Ich glaube das nicht, dass alles Ketzerei ist, sondern dass es andere Formen, andere Möglichkeiten gibt und dass ich zunächst zu fragen habe, ist das, was der andere anders hat als ich, ist das etwas, was mir unter Umständen eine Bereicherung darstellt. Der ganze konfessionelle Streit zwischen katholisch und evangelisch oder so, der ist für mich an dieser Stelle eigentlich beendet. Ich glaube, dass wir weiter zu wahren haben, das Gebot auf die Einheit zuzugehen, aber ich glaube nicht, dass das Anderssein des anderen mich stören muss, sondern es kann mich auch bereichern. Das habe ich gelernt von den Katholiken im Blick auf das Sakrament des Altars. Das war bei uns Evangelischen früher so eine Hintertreppengeschichte. Also das Abendmahl, ne? Das Abendmahl meine ich, ja. Das war in der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, sagte der Pfarrer beim Gottesdienst, die jetzt nicht mehr am Mahl des Herrn teilnehmen, werden nur mit dem Segen des Herrn entlassen. Und es blieb ein kleines Häufchen da zurück, die als besonders fromm galten oder sowas. Aber es war nichts für die ganze Kirche und die ganze Gemeinde. Es war sowas, so eine Elitengeschichte und fand 2-3 Mal im Jahr statt. Ne? Und das hat sich Gott sei Dank geändert. Die Kraft des Sakramentes, die Kraft, die Gegenwart Christi sozusagen in
den Gestalten von Brot und Wein wahrzunehmen, die finde ich, ist etwas, was uns in unseren Kirchen, in unseren Gemeinden, in unserem persönlichen Leben gut tut, so gut tut. Und das, denke ich, ist etwas, was wir von den Katholiken auch ein bisschen abgeguckt haben. Ich glaube nicht, dass diese Geschichte dann auch diese materielle Vorstellung trägt, nämlich, dass wir jetzt das Brot sozusagen als verzauberte Materie ansehen. Das muss man extra diskutieren. Das ist nicht das, was im Mittelalter über die Erscheinung und die Substanz gesagt worden ist. Das ist nicht das mit der Kategorie. Es ist ein Geheimnis. Warum sind Menschen beieinander und warum erleben sie diese wunderschöne Gemeinschaft am Tisch des Herrn sozusagen als Vorgeschmack auf die Ewigkeit? Ich finde es unwahrscheinlich hilfreich für uns Evangelische, dass wir das gelernt haben. Wie ich auch mich freue, dass viele Katholiken heute mehr mit der Bibel umgehen als manche Evangelische. Also ich freue mich nicht, dass die Evangelien nicht mehr tun, aber dass es die Katholiken tun und uns möglicherweise wieder vormachen. Ja. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte diesen christlichen Gott wirklich näher kennenlernen, 3 Punkte, die er machen sollte. Versucht, die Bibel zu lesen. Und da, wo du nicht weiter weißt, weil es dir zu rätselhaft ist, überschlag es oder frag noch jemanden anders, wie der das versteht und so weiter. Das ist das eine. Das zweite ist, suche die Gemeinschaft des Gottesdienstes. Ich glaube, dass wir viel zu sehr heute als Evangelische davon abgekommen sind. Also ich weiß das aus meiner eigenen Familie früher, mein Großvater, der war der Meinung, man muss nicht in die Kirche gehen, wenn man mit Gott was zu tun haben will. Die in die Kirche gehen, das sind entweder Kryptokatholiken oder sie sind Heuchler oder sowas. Das war seine Position, nicht? Und ich denke, das ist eigentlich eine falsche Position gewesen. Ich glaube, dass der Glaube verhungert, wenn er nicht mehr in der Gemeinschaft sich einfindet. Und das ist also das Zweite, was ich raten würde. Ich würde raten, such dir den Gottesdienst aus. Und wenn du manchmal da hingehst und denkst, der hat irgendwas gesagt, das habe ich gar nicht verstanden, dann denk mal, ob es vielleicht ein anderer für sich gebraucht hat gerade. Und geht nochmal oder geh in die Nachbargemeinde und gucke zu, was hast du da unter Umständen auch neu zu erfahren. Ich glaube, dass dieses ein wichtiger Faktor ist. Und das Dritte, was noch hinzukommt, ich glaube, dass auch das persönliche Beten eben diese Stärkung bewirkt, dass Glaube und Hoffnung und Liebe bestehen. Die Frage nach Gott und die Quelle des christlichen Lebens ist ein großes Feld. Herr Kock, vielen Dank, dass Sie heute da waren und uns da einiges zu gesagt haben. Liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.